Hallo, ihr verrückten Nachtschwärmer da draußen. Hier ist euer I only love all Asian ladies, Love Giant. Oh, fuck yeah. Ja, liebe Freunde, willkommen. Das ist hier ein kleines Info-Video. Wie ihr ja bestimmt schon gemerkt habt, die Uploads auf meinem Channel, die haben jetzt in den letzten Tagen ein bisschen quasi am Weight Watchers-Programm teilgenommen. Sie haben nämlich ein bisschen abgenommen. Und ja, das liegt an Folgendem. Ich wollte ja am Freitag einen Livestream machen, nur leider kam es ja nicht dazu, vielleicht schon gemerkt habt, was daran lag, dass am Freitag leider mein Laptop den Geist aufgegeben hat. Ich habe ihn jetzt vor 4 Tagen, glaube ich, habe ich den Kollegen jetzt mal, mir wurde gesagt, so in 2 bis 3 Wochen bekomme ich den guten Fletcher wieder zurück. Das heißt, dass ich momentan leider keine Videos aufnehmen kann. Ich bin jetzt momentan gerade insofern noch mobil, dass ich hier meinen Laptop von vor 4 Jahren oder so, an dem bin ich quasi gerade momentan, und leider sind Aufnahmen auf diesem Ding nicht mehr möglich. Das heißt, so Sachen wie Left 4 Dead 2 ruckeln unglaublich sogar, damit ihr so mal die Dimension quasi gerade erkennt. Ich kann Binding of Isaac nur in der Bildschirmauflösung kann ich es nur auf Medium stellen und auf Low, und selbst dann laggt es noch. Also das Ding hier, das ist schon richtig schlecht in dem Sinne. Deswegen kann ich in den nächsten Tagen leider keine Videos aufnehmen, aber ich kann euch sagen, dass ich momentan einiges an Projekten geplant habe. Ich habe ja momentan auf meinem Channel eigentlich nur als Projekte The Binding of Isaac, Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2 Campaigns Expert und Free Indie Horror Games am Laufen, und die sind ja quasi endlos. Das einzige Projekt, was ich momentan am Laufen habe, was nicht endlos ist, ist das Pokémon Trading Card Game, und ich finde, dem Ganzen muss man mal ein bisschen Einhalt gebieten, aber dazu komme ich gleich. Also für die, die sich nicht spoilern wollen, nur mal die Information: momentan kann ich keine Videos aufnehmen, ist schade. Aber es hat eben auch seine positive Sache, wie gesagt, dazu komme ich gleich. Aber für die nur das wissen wollen, sobald mein Laptop eben wieder funktionstüchtig ist, werde ich definitiv wieder natürlich mit Videos weitermachen. Binding of Isaac und Trading Card Game und so weiter wird auf jeden Fall ohne Probleme weiterlaufen. Sobald ich es eben zurück habe, also sobald wieder alles läuft, geht es auf jeden Fall hier wieder weiter. Bis dahin hoffe ich, dass der Giant-Mangel euch, dass er keine Entzugsentscheidung davon bekommt. Aber ich glaube, so weit sind wir in dem Fall mit dem Channel noch nicht. So, für die sich jetzt nicht spoilern wollen, die können jetzt gerne das Video ausmachen. Falls wir übrigens uns vor Heiligabend nicht mehr hören oder sehen oder fühlen sollten, dann kann ich sagen, ja, ich hoffe, ihr habt natürlich eine wunderbare Bescherung. Ich hoffe euch nur das Beste und ich hoffe, ihr bekommt das alles, was ihr euch natürlich wünscht. Und wir sehen uns dann quasi wieder, wenn es mit den Videos weitergeht, liebe Freunde. Und für die jetzt noch wissen wollen, was ich eben geplant habe. Momentan, ich habe ja gesagt, es läuft Binding of Isaac nur auf Medium, also Fenstergröße Medium und auf niedriger Qualität. Das heißt, ich kann nicht wirklich grafikintensive Games zocken. Ich weiß gar nicht, wie Skyrim hier einigermaßen vor ein paar Jahren noch gelaufen ist, keine Ahnung. Aber momentan spiele ich tatsächlich größtenteils SNES und NES Games. Und ihr wisst ja, ich bin mit SNES aufgewachsen und selbst da hatte ich nicht wirklich viele Games. Und das heißt, ich kann jetzt die Games nachholen, die eben als Instant Classics gelten, und vor allem eben auch die Games auf dem NES. Das heißt, ich habe gestern habe ich Mega Man 2 gezockt, an einem Tag eben durch, und oh Gott, das ist game geil, ganz ehrlich, also Und ja, das wird, also ich habe ja gesagt eben, ich habe größtenteils eigentlich nur Projekte, die endlos sind, und das werde ich ein bisschen verändern. Und zwar werde ich, sobald ich meinen Laptop wieder zurück habe, gibt es massig an Nostalgie-Games. Das heißt, die Games, die ihr auf jeden Fall auf meinem Channel erwarten könnt demnächst, die ich eben noch mit hochladen werde und die dann auch in sich geschlossen sind. Was ich zocken werde, ist Super Castlevania 4. Ich bin unglaublich schlecht in dem Game, aber davon wird es auf jeden Fall ein LP geben. Ich werde zu Saturday Night Slam Masters, wer das Game noch kennt, habe ich damals auch gerne gezockt, natürlich noch Let's Playen. Final Fight 3, logisch, ich habe ja schon einmal mit Guy gezockt und jetzt mache ich nochmal den anderen Weg, den man eben gehen kann, mit Hagger. Final Fight 2 Co-op, falls das mit Netplay klappt. Ich habe ja schon einen angehauen deswegen, und mal schauen, ob wir das dann eben auch hinkriegen.
Und natürlich werde ich noch ein bisschen Fatal Fury 1, 2 und Special zocken, ganz klar. Und dann die ganzen NES-Games und da gibt's einen Blast from the Past quasi. Ich werde Mega Man 2 auf jeden Fall zocken, weil das Game ist awesome, ganz ehrlich. Also bisher, na, ich würde sagen, bisher mein absolut favorite NES-Game. Generell, ich denke mal, ich werde alle Mega Man-Teile zocken. Also 1, 2, 3, 4 und 5 bis Mega Man 6 war, glaube ich, auch noch auf NES. Und dann werde ich noch so Games zocken wie Pac-Man, Paperboy, Punch-Out vielleicht, weil ich bin da extrem schlecht drin. Tecmo Bowl, Excitebike, Donkey Kong, bin ich übrigens auch scheiße drin, aber werde ich auch zocken. Und vielleicht noch die Castlevania Games für den NES. Genau, und natürlich Super Punch-Out werde ich auch noch zocken, habe ich ja damals auf dem SNES auch gesuchtet wie blöde. Und ja, das wird quasi so dann das nächste Standbein sein auf meinem Channel. Das heißt Binding of Isaac, Free Indie Horror Games, je nachdem wie die eben rauskommen und ob sie gut sind oder nicht. Aber ich bin ja nicht in dem Fall diskriminierend. Und was war das andere? Ne, Binding of Isaac und Free Indie Horror Games. Ah ja, genau. Und Left 4 Dead 2 Expert Campaigns werden eben weiterhin natürlich endlos laufen. Immer mal wieder ein Part. Und dann natürlich das Projekt, was eben festen Standpunkt hat und von A nach, was ich quasi auch beenden kann, ist natürlich dann das Pokémon Trading Card Game. Und was dann eben noch auf jeden Fall laufen wird, sind wie gesagt eben diese Nostalgie-Let's Plays. Und ja, das wird wie gesagt alles kommen, sobald ich eben meinen neuen Laptop dann eben wieder habe, wird es damit auf jeden Fall losgehen. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, ja, ihr könnt die Zeit überstehen. Wie gesagt, es tut mir wirklich auch leid, dass ich den Livestream nicht machen konnte, aber es war halt einfach nicht im Rahmen des Möglichen. Ich hatte wirklich Bock drauf, aber ging halt nicht anders. Aber ja, mit Livestreams wird es dann auch losgehen. Ich denke mal so Sachen wie, stimmt, wollte ich gerade noch sagen. Livestreams, sobald ich eben The Walking Dead durch habe, und ich bekomme ja auch bald eine bessere Leitung, anscheinend, dann kann ich ja auch ein bisschen hochkalibrige Games zocken, das heißt so Left 4 Dead oder Dota 2 Livestreams sind, denke ich mal, auch möglich, habe ich euch, glaube ich, schon mal erwähnt. Und eventuell auch noch so ein bisschen Super Mario Brothers 1, 2 und 3, gab es ja, glaube ich, ein Remake für den SNES, werde ich dann, glaube ich, auch noch streamen. Also es ist auf jeden Fall noch einiges geplant, vor allem, also größtenteils wahrscheinlich für nächstes Jahr, weil je nachdem, wann ich eben den Laptop wieder zurückbekomme, dauert, wie gesagt, ich habe vor 4 Tagen, glaube ich, eingeschickt. 2 bis 3 Wochen, werden wir sehen. Letztes Mal ging es schneller, muss ich sagen. Da hat es vielleicht gerade mal eine Woche oder so gedauert. Hoffen wir mal aufs Beste auf jeden Fall. Es dauert ja auch ein bisschen, bis ich wieder, je nachdem, ob ich meine gute Leitung dann schon habe oder nicht, dauert es ja auch ein bisschen, bis ich dann alle Steam-Games auch wieder habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war's. Das war die Erklärung, warum ich eben momentan leider keine Videos hochladen kann und auch nicht streamen kann. Tut mir wirklich leid, mir geht's auch ein bisschen an die Seele, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, wir werden das schon überstehen. Wie schon gesagt, wenn wir uns vor Heiligabend nicht sehen sollten, wünsche ich euch natürlich allen eine schöne Bescherung. Genießt die Weihnachtszeit, genießt die besinnliche Zeit natürlich auch mit Familie, Freunde, etc. Viel Spaß bei allem, was ihr eben noch vorhabt. Und ja, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Ich werde übrigens auf jeden Fall, bevor ich eben die ganzen Mega Man teile, weil auch darauf freue ich mich am meisten, ganz ehrlich, ich habe, wie gesagt, Mega Man 2 ist... Ich bin nicht wirklich gut drin, ne? Gestehe ich, aber das Game... Wie gesagt, ich habe es gestern gezockt, habe irgendwie so 4 Stunden oder so gebraucht, glaube ich. Oder 3 Stunden. Und das war echt geil, ganz ehrlich. Also gerade auch der Soundcheck. Es sagen ja auch viele, Mega Man 2 ist der beste Teil. Bisher kann ich das bestätigen, aber ich habe auch noch keinen weiteren gezockt. Von daher werden wir sehen. Aber ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das Ganze, was ich hier vorbereitet habe, eben wie ich. Und wie gesagt, Super Castlevania 4, ich glaube, das wird auch lustig, weil ich da extrem scheiße bin in dem Game. Aber mal schauen. Wir haben ja Safe States. Aber ich will die ja auch nicht abusen. Ich will das ja so machen wie damals eben, als ob wir eben jetzt wirklich von einem SNES oder einem NES sitzen und versuchen, das Game dann eben durchzuzocken. Aber ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, ihr freut euch auf die baldigen Let's Plays, logischerweise. Und natürlich auf Binding of Isaac, alles, was eben schon natürlich standardgemäß mit dabei ist. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder, liebe Freunde.